So, heute testen wir ein neues Spiel. Und zwar das da. Darf ich vorstellen? Prinz Ali Ababwa. Perfekt richtig ausgesprochen. Für eine sehr, sehr, sehr moderne Konsole. Ja, sie kam sehr viel später raus als die erste Nintendo-Konsole. Die hat noch nicht ganz so 4 Jahre auf dem Buckel. Sie geht gerade mal auf die 32 zu. Und dieses hochmoderne Game testen wir heute an, nachdem ich es meiner lieben Freundin zu Weihnachten geschenkt habe. Sag mal ja. Ja. Sehr schön. Und jetzt öffnen wir dieses Meisterwerk. Frag mich nicht, wie das geht. Das ist so eine Spezialhülle drumherum, die die normalen Papphüllen am Leben halten. Genau, die sind aus Plastik und die stabilisieren die eigentliche Papphülle und kein Mensch wird sie je aufkriegen. Ja, das geht kaputt, wenn man das aufmacht. Nee, man muss glaube ich irgendwo rausziehen und Raus? Nee, man muss das hier so aufmachen. Das müsste irgendwo drin sein, was man hier so seitlich dann so rauszieht, irgendwie so. Nee, man müsste eigentlich irgendwie mit der Fingernadel. Okay, der Vorführeffekt, ich mach mal aus. So, 2 Stunden später mit Pinzette haben wir es hingekriegt. Und jetzt so ziehst du die Hülle raus und jetzt zerfällt es zu Staub, weil es über 30 Jahre alt ist. Ja. Seit 30 Jahren keiner rausgenommen hat aus dem Ding. Oh. Das riecht auf jeden Fall Es sehr muffig. duftet nach Boah. Nintendo. Es riecht nach 32 Jahre altem Game. Das ist eigentlich von der anderen Seite aufmachen. Egal. Das Spiel lebt. Hier haben wir das Spiel, hier haben wir die Anleitung. Sehr schön, ja. Das war echt teuer. Weil alles beisammen war. Genau. Ihr könnt euch das jetzt durchlesen. Bevor das Abenteuer beginnt, das musst du dir alles durchlesen. Stecke deine Aladdin-Spielkassette korrekt in dein Super Nintendo und schalte das Gerät ein. Zunächst erfährst du wichtigste Hintergrundinformationen über das Geheimnis der Lampe und Aladdins bevorstehendes Abenteuer. Kennst du? Kennst du die Geschichte bereits? Drücke Start, um sofort zum Titelbildschirm zu gelangen. Mit den hochmodernen neuen Controller kann man sehr viele Dinge tun. Und das ist eure Lieblingsfigur. Jackal. Danke. Jackal. Damals noch mit Liebe gestaltet, diese Bücher. Wunderschön. Im Wert unermesslich. Aber sie haben schon zwei verschiedene Modulversionen. Ach, das sind, glaube ich, die ganzen Gegenstände, die man einsammeln kann. Ah, und da sind die einzelnen Level. Das ist ja voll der Spoiler, darfst nicht hingucken. Jafars Palast. Die Flucht aus der Höhle. Lol. Hatte ich damals so ein Heft dazu überhaupt? Ich müsste eins gehabt haben. Ich habe das Spiel nämlich auch nur als für Sega. Ja. Den Gag habe ich schon gar nicht mehr gedacht. Ja. Und man konnte sich sogar Notizen machen, damit man weiß, wie es durch. Oh, es hat ein Passwortsystem. Das kannte ich damals gar nicht. Lol, das Ding hat ein Passwortsystem. Ich könnte schwören, das hat es bei Sega nicht, oder ich habe es so gesehen. Ich war damals zu jung. Ich war damals irgendwas bei 8 und habe gar nicht gerafft. Und da meine Eltern aus der DDR kommen und nicht mal wissen, was Strom ist, konnten sie mir auch nicht erklären, Hier wie das kannst du Ganze ja funktioniert. Notizen schreiben Ja, und dann war das Spiel auch und ich noch habe gespielt. nie irgendwelche Stellen, damit du weißt, wie du durchkommst, damit du es nicht mehr vergisst. Man konnte sich auch Karten selber zeichnen und damals bei Zelda war zum Beispiel eine riesengroße ausklappbare Karte mit weißen Feldern dabei, die du selber bemalen musstest, damit du die Karte selber zeichnest. Und ich habe das auch noch gemacht. Damals gab es kein Internet, nichts, gar nichts, wo du hättest Informationen gekriegt. Manchmal gab es in Spezialläden ganz spezielle Durchspielebücher, aber die waren rar. Gespielt haben
Ja, genau, hier zum Hinschreiben. Ja, gespielt am 4.4.1995 Ja, genau. und danach gespielt wieder am 4.4.2024. Ja, heute ist der 8.4. Jetzt nochmal schreiben, 2000, ich habe wieder gespielt. 2084, 2024 bei 16 Uhr rum, plus minus. Ja, knapp 16 Uhr müssen wir es jetzt haben. Damals konntest du noch Nintendo of Europe anschreiben, in der Babenhäuserstraße 50, auf die Großostheim, auf die da heute noch sitzen. Ich hab gesehen, hallo, ich hätte gerne ein Autogramm. Von wem? Von ihnen, wer immer sie sind. Ach so, ja genau. So kann man das machen. Ende. Finn. Capcom. Capcom nicht die ganzen Zelda-Spiele gemacht? Nee, auf jeden Fall hat Capcom die Resident Evil-Spiele gemacht. Na gut. Jetzt wieder rein. Ja, jetzt auch schon mal das Spiel raus, würde ich sagen. Willst du es rausmachen? Ja. Dieses goldene Modul, wertvoll. Es darf nur ein ungeschliffener Diamant berühren. Die von Zelda waren damals wirklich aus Gold. Und hiervon habe ich zwei Versionen im Internet gefunden. Einmal mit schwarzen Hintergrund und einmal mit türkisen. Warum? Special Edition, das habe ich bei meinen Sammelbüchern auch. Viele Jahre später nochmal Neuauflage und dann bunt. Wenn das nicht so schweineteuer wäre, könnte ich es mir mal kaufen, nur um zu sehen, ob da inhaltlich was anderes dann an dem Spiel ist. Oder ob es nur visuelle Gründe hat. Aber jetzt mache ich erst mal aus. So, jetzt ist es eingelegt in der zweitschönsten Konsole der Welt, nicht wahr? Ja. Ich filme jetzt, schalte ich die Meisterkonsole ein. Was für ein Geräusch, ey. Aber du musst mal leiser machen, sonst ist aber taub. Ich weiß es. Nintendo-Konsolen sind irrsinnig laut. Statt der Tauben 100, 100.000. Ist das schön gemacht. Was für ein schönes Gedudel. Ich weiß nicht, ob das damals schon Deutsch war, aber das ist so unüblich, dass es damals Spiele in Deutsch gab. Die meisten waren sowas von in Englisch. Zumindest hat sich das beim NES und beim Nintendo 64 wie ein roter Faden durchgezogen, dass alles Mögliche in Englisch war. Wenn du die Geschichte kennst, kannst du es wegdrücken, haben sie uns empfohlen. Da hoppeln sie. Du hast ja schon mal gespielt? Ich hab schon mal, aber von dir auf der Konsole habe ich sowas schon mal gespielt. Bitte. In Erinnerung. Das ist alles ein Deutsches, finde ich krass. Ich habe mal PlayStation 1 ausgeliehen. PlayStation 1 sind 99% auch Spiele in Englisch. Auf Videothek. Ja, es geht eher um den Käfer und so, da kann ich dran erinnern. An so an die Grafik. Aladdin auf der PlayStation 1, davon weiß ich nicht. Doch, gibt es. Das muss ich mal googeln. Ja, klar. Bei Sega weiß ich es und bei Nintendo auf der PlayStation 1. Aus der Videothek ausgeliehen. Ja, damals gab es da noch keine Sprachausgabe, aber dass der Text an sich deutsch ist und eine vernünftige Größe hat. Wenn ich an heutige Computerspiele denke, da siehst du nicht mehr. Da ist die Schrift so klein, da sind nur noch 2 Pixel groß. Ja, die ganze Geschichte wird gerade voll runtergedudelt. Ja. In Pixelgrafik, aber extra animiert, sogar dass der Vogel fliegt. Das ist alles nicht aus dem Trickfilm, sondern animiert. Nur modernes Zeug bei uns.
Wahnsinn. Jetzt kann man spielen. Was geht's? Lauf mal nach links. Ob es da noch weitergeht. Das ist interessant, ich habe das komplett anders in Erinnerung. Spiel mal die ganzen Tasten durch mit Werfen und. Spielt auch ihr jetzt. Dieser Hintergrund ist sehr schön. Passwort. Passwort. Ich habe Level 1 beendet. Merkt euch mal Genie. Affe. Abu. Sag ich doch. Abu. Al Hardin und Kanzler. Wer sollte? Ich habe mich, als wir vorhin das Heft angeguckt haben, festgestellt, dass ich nicht mich an das Passwortsystem erinnern konnte. Und ich kann mich an eine Menge nicht erinnern. Ich musste feststellen, dass ich damals eine völlig andere Version des Spiels gespielt habe auf Sega und das auf dem Super Nintendo jetzt eine komplett andere Version ist. Andere Gegner, andere Arten, die zu besiegen, andere Formen, leicht andere Grafiken hier und da, anderes Waffensystem, andere Hintergründe, andere Melodien, gänzlich anderes Spiel. Ganz grob erinnert es noch in dieselbe Richtung, aber da hätte ich nicht gedacht, dass es zu Sega so viele Unterschiede gibt. Das kann auch damit begründet sein, dass Sega damals die Leistung stärker auf den Konsolen hatten als Nintendo und ja, die dann eine bessere Grafik hatten, eine höhere Geschwindigkeit und so. Deswegen konnten die Sonic-Spiele da auch realisiert werden. Habe ich damals alles irgendwo in der Doku gesehen. Und da kann es sein, dass die aufgrund der Leistung sich für ein komplett anderes Spiel entschieden haben. Das ist interessant. Das heißt, man hat eigentlich zu der damaligen Zeit zwei Aladdin-Spiele gekriegt, mindestens. Wenn es nicht noch eine PlayStation 1-Version gibt, die auch nochmal komplett anders ist. By the way. Aber mit einem Level wollen wir es heute belassen. Ich gucke nochmal ganz kurz drin. Was das zweite Level überhaupt wäre. Da kommt wieder ein Stück Geschichte. Ich habe Jasmin befreit. Die nicht aussieht wie Jasmin. Generell sehen die beiden ein bisschen komisch aus. Ich hatte damals, dass sie für eine Sega-Version waren, so näher am Original dran als hier. Hier sehen sie so ein bisschen verzerrt aus. Ne? Ja. Trick, ja. Ja, und ich hatte die Erinnerung. Ich noch nicht Dingo-Style, aber. Ich hatte in Erinnerung, dass die Sega-Version anders aussah. Ich kann ja nicht sagen, ob besser oder schlechter, aber Dingo ist es nicht. Nee. Kennt ihr jetzt Dingo Pictures? Wenn nicht, guckt ihr jetzt Dingo Pictures. Ach Gott, mein Arm verholt ab. Ich kann nicht mehr filmen. Links, das bin ich in jung, rechts, das bin ich in alt. So sah der aus, habe ich überhaupt nicht mehr in Erinnerung. Das ist so 15 Jahre her, dass ich den Film geguckt habe, das letzte Mal. Vielleicht auch 20 Jahre. Aber wir gucken den Film heute noch. Moment. Kauziger alter Mann, ja, mach mal weg, ja. Das müsste in der Wunderhöhle sein, krass. Wenn man heutzutage auf Disney Plus was guckt, kommt so eine Warnmeldung. Dieses Programm enthält negative Darstellungen und eine nicht korrekte Behandlung von Menschen und Kulturen. Diese Stereotypen waren damals genauso richtig wie heute und deswegen gucken wir das und lassen uns nicht verblöden von irgendwelchen Wahnvorstellungen und Ego-Marotten irgendwelcher Irrer. Enthält Darstellungen von Tabakerzeugnissen. So gut. Disney 666 und los geht's. So. Ah, wo ist er? Da. Haben wir lauter gemacht. Komm mit mir in ein Land, ein Exotik.
mystischer Fleck, wo Kamele durch die Wüste ziehen. Und steckst du mal in Sand, kommst du dort nie mehr weg. Tja, vergiss es, dann platzt der Termin. Plötzlich dreht sich der Wind und die Sonne verschwindet. Es herrscht eine Zaubermacht. Trau dich nur, komm vorbei, geh zum Teppichverleih und flieg hin zur arabischen Nacht. Arabische Nächte, wie die Tage vorher, sind, wie jeder weiß, viel heißer als heiß und das immer mehr. Arabische Nächte, scheint der Mond auf das Land. Der Tor, der hier was verlor, im ewigen Tag. Aha, Salam und guten Abend allerseits, verehrte Freunde. Jetzt zu diesem grandiosen Trickfilm. Essen wir etwas Leckeres. Was essen wir denn Leckeres? Unfassbar gut gebratene, ausgehöhlte Brötchen, also die Innereien liegen daneben. Echte vegane Salami mit veganen Eiern. Naja, nicht ganz. Veganem Käse. Und sie hat es auch nur ein bisschen anders. Und jetzt wird sie es ohne mich. Was ist denn davon alles vegan? Was ist denn vegetarisch? Die Eier sind, glaube ich, vegetarisch. Die Salami ist vegan. Die Innereien. Und schmecken? Köstlich. Bei dir sehen sie so aus, wie ich sie fast gerne selber gehabt hätte. Fast gerne gehabt hättest oder den Tag gehabt hattest? Den Tag. Also gerne auch. So. Innereien. Keine von den Brötchen. Und hier ist eine Seitanwurst drauf. Hier sind normale Salami, also aus echtem Nicht-Fleisch-Fleisch. Und das ist eine längliche Wurst aus echtem Nicht-Fleisch-Fleisch. Das sind Eier aus echten, von echten Hühnern. Als bisherigen Nachtisch gab es Laien. Funky White Lemon. Da noch eine Scheibe, wie heißt es? Maiswaffeln. Genau. Und dann gibt es noch einen Candy Star. I hope so. Milky Way nachmachen und. Wo ist mein Bounty hin? Da war noch hinten noch Bounty. Da sind wir. Hui. Und Bounty. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet.